Erich Kästner, Stiller Besuch. Jüngst war seine Mutter zu Besuch, doch sie konnte nur 2 Tage bleiben, und sie müsse Ansichtskarten schreiben, und er las in einem dicken Buch. Freilich war er nicht sehr aufmerksam, er betrachtete die Autobusse und die goldenen Pavillons am Flusse und den Dampfer, der vorüberschwamm. Langsam fiel der Vollmond in ein Haus, und weil er wie eine Münze rollte, schien es fast, als ob Gott sparen wollte. Gottes Sparsamkeit sieht anders aus. Seine Mutter hielt den Kopf gesenkt, und sie schrieb gerade an den Vater: Heute Abend gehen wir ins Theater. Erich kriegte 2 Billets geschenkt. Und er tat, als ob er fleißig las, doch er sah die Nähe und die Ferne, sah den Himmel und 10.000 Sterne und die alte Frau, die drunter saß. Einsam saß sie neben ihrem Sohn, leise lächelnd, ohne es zu wissen. Stadt und Sterne wirkten wie Kulissen und der Wirtshausstuhl war wie ein Thron. Ihn ergriff das Bild, er blickte fort. Wenn sie mir schreibt, musste er noch denken. Wird sie ihren Kopf genauso senken? Und dann las er, und er verstand kein Wort. Seine Mutter saß am Tisch und schrieb, ernsthaft rückte sie an ihrer Brille, und die Feder kratzte in der Stille, und er dachte, Gott, hab ich sie lieb.